Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zum Marktkommentar heute am Dienstag, den 30. März. Ich begrüße euch ganz herzlich in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. Ja, gestern war so ein Tag an der Börse, der nicht wirklich neue Informationen gebracht hat. Aber auch keine Informationen sind Informationen. Also gucken wir erstmal das große Bild an. Wir sind im S&P ja in einem dicken Aufwärtstrend, den wir auch bisher zu keinem Zeitpunkt wirklich in Frage gestellt haben. Wir haben so ein paar Punkte, wo wir sagen, okay, da müssen wir mal genauer hinschauen. Ich habe das immer wieder in unseren Marktkommentaren erwähnt. Bereits Trendwende bei den High-Beta-Werten, auffällig niedrige Volatilität, selbst wenn die Kurse runtergehen, und vor allem ein AAII-Sentiment, also eine Stimmungsindikator, der am Überschäumen ist, was dann immer so ein bisschen Bauchschmerzen für den Trend darstellt, weil häufig dann, wenn das Sentiment positiv ist, zumindest der größte Teil gelaufen ist. Und wir haben ja seit letztem Jahr März oder April diese riesen Corona-Rallye in den US-Märkten gesehen, gesteuert von dem vielen, vielen neuen und frischen Geld, was in die Märkte reingeflossen ist. Und natürlich muss man sich hier die Frage stellen, ja, soll das oder wird das hier direkt weitergehen? Im Trading ist vor allem natürlich die Timing-Entscheidung wichtig. Das heißt, es macht schon durchaus was aus, manchmal auf die Stunde, wo man eben und wie man reingeht. Und für uns ist hier eben die größere Frage, nicht nur geht es weiter hoch oder geht es runter, sondern haben wir überhaupt Momentum zu erwarten? Das heißt, haben wir überhaupt eine Bewegung, in der wir richtig gut traden können, die da ist? Und wir sind in den letzten Tagen eigentlich immer noch ganz gut verwöhnt worden. Das heißt, wir hatten eine richtig schöne Bewegung. Gestern dann mal so ein Tag, und der stimmt uns wahrscheinlich schon so ein bisschen auf die Osterwoche ein. Ich mache mal einen 5-Minuten-Chart, einfach damit man mal sieht, wie dieser gestrige Tag hier denn verlaufen ist. Und gucken wir uns das Ganze an. Das ist jetzt hier mit der Nachtsitzung, aber es geht ja hier sozusagen los. Also versucht der Bullen nach oben zu rennen, versucht der Bären nach unten zu rennen. Zum Ende der Sitzung dann wieder Kontrolle der Bullen. Also insgesamt die Bullen hier noch ein bisschen Kontrolle, aber ihr seht schon, das Ganze in einem Preisbereich, der jetzt nicht wirklich, wirklich interessant ist. Das heißt, also hier hat sich per Saldo nicht so viel getan. Und es ist sehr, sehr choppy, sehr, sehr seitwärts geworden. Ich persönlich, wir wissen, wir haben eine Osterwoche vor uns mit Karfreitag, einer der wenigen Feiertage auch an der US-Börse. Nächste Woche, Ostermontag, ist zwar US-Börse auf, aber generell auch die Osterwoche so ein bisschen ein kleiner Break. Und da muss man sich die Frage stellen, als Quartalsende, als größerer Investor, das Big Money, hat das seine Position, hat es da noch was gerade zu ziehen? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist erledigt, ja. Das möchtest du nicht in der Woche machen, wo du wenig Liquidität hast, wo nicht mehr so viel passiert. Da sind dann höchstens mal so ein paar Notlagen. Es gab gestern Berichte, dass ein größerer Fonds in Schieflage geraten ist mit einem Margin Call. Das war allerdings schon am Freitag sozusagen passiert, und da gab es wohl ein paar Glattstellungen. Aber das sind alles so Anekdotengeschichten, die nicht jetzt wirklich einen Zustand von dem Markt geben, weil wir haben ja, ob da ein Fonds ist, ist es ja wirklich entscheidend, ist es hier, haben wir irgendwo systematische Probleme. Die sind gerade nicht zu sehen. Und wenn wir uns das ganze Gesamtbild dann angucken, dann müssen wir sagen, komm Leute, wir gehen in der Osterwoche rein, wir sind im Aufwärtstrend, der auf massive Widerstände da oben trifft, und das Typische wäre jetzt so ein Ping-Pong-Markt, so ein bisschen hin und her. So ein Ping-Pong-Markt, manche Trader lieben das, insbesondere wenn sie Grid-Trading-Systeme haben oder Reverse-to-Mean-Traden, für uns als Trendfolger eher ungeeignet. So dass wir sagen, hoppa, machen wir uns ein paar schöne Ostertage. Ihr habt es gestern im Live-Trading-Raum auch schon gesehen. Wir haben dann nicht mehr viel gehandelt, im Gegensatz zur Woche davor. Da heißt es nämlich dann, sich schnell eben darauf einstellen. So, das heißt für uns hier tendenziell, wie sieht die Bewegung aus? S&P ist immer noch aufwärts gerichtet, und jetzt, wenn wir uns den High Beta angucken, also den Nasdaq, der immer ein Vorläufer ist, ja, der hat einfach technisch gesehen das schlechtere Bild, kommt wieder ein bisschen runter. Und für uns ist der Nasdaq, wir haben ja gestern gesagt, wie sieht es aus? Über dieser Linie hier, über der 1300, eher bullish, hier drunter eher bearish, ja, und weder noch hat er bis jetzt eben nicht diese Informationen uns gegeben. Von daher
warten wir den heutigen Tag ab. Wir werden jetzt nicht gar kein Training machen, aber wir werden wenig trainieren. Das heißt, wir werden jetzt nicht jede Bewegung nach unten oder oben versuchen mitzunehmen, weil da kann man sich eben auch ganz schnell verzetteln, gerade in dieser Woche, sondern ist eher so ein bisschen ja, die Tendenz, okay, High Beta ist abwärts, das kann insgesamt auf den Märkten ein bisschen drückend wirken. Nasdaq würden wir bei guten Risk-Rewards durchaus nochmal shorten, aber ist jetzt hier auch nicht ein Markt, wo wir jetzt mega rein pyramidisieren, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Man muss ja immer sagen, beim Trading ist es ein flexibler Job. Überraschungen sind natürlich drin und wenn wir sehen, dass entgegen unserer Erwartung zum Quartalsende plötzlich Momentum aufkommt, ja, und das Momentum in die eine oder andere Richtung da ist, kann man natürlich nochmal sich umentscheiden. Aber erstmal für uns das erwartete Szenario, und das ist, mit dem wir arbeiten, ist, dass der Markt sich hier in dieser Range, vielleicht auch ein bisschen in der erweiterten Range bis hierhin, hin und her bewegen wird und die wahre Bewegung dann häufig erst am Ostermontag zu sehen ist, also wieder in der vollen Woche. Anfang des nächsten Monats. Und bis dahin ja, fahren wir ein bisschen mit angezogener Handbremse. Ja, wie sieht es aus für den DAX? Der DAX hat da ein bisschen anderes Bild. Im Zyklus hängt er dem Nasdaq, S&P und den US-Markt ein bisschen hinterher. Das heißt, letztendlich auch da ist noch weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden. Aber auch hier glaube ich ganz ehrlich, dass wir nicht allzu viel nach oben sehen bzw. nach oben verpassen werden, wenn wir jetzt hier nicht mehr long sind. Der Trend ist aufwärts und Einstiegsmöglichkeiten tun sich weiter im DAX in Rücksetzern auf. Nächster wesentlicher Rücksetzer wäre hier auf diese Tops hierhin. Das heißt, bei 14.800 tut sich wahrscheinlich eine Chance auf. Die 15.000 wirkt wie ein Magnet. Auch hier gute Wahrscheinlichkeit, dass der Markt dann noch hinziehen wird. Aber muss ich mich jetzt hier wild noch engagieren? Also ich sag mal so, wer die Aufwärtsbewegung hier nicht mitgemacht hat, die sich hier, ja, der muss jetzt nicht auf die Idee kommen, jetzt noch unbedingt reinzugehen. Da muss man dann eben erstmal wieder einen kleinen Rücksetzer abwarten und ein bisschen schauen. Viel interessanter ist doch da der Bund Future. Den haben wir seit Wochen auf dem Schirm. Wir haben seit Wochen gesagt, es gibt ein, und hier gibt es ein echtes fundamentales Problem bei den Bonds, weil der Kapitalbedarf einfach extrem steigt. Und wir haben auch einen technisch einwandfreien Abwärtstrend, wo wir gesagt haben, okay, Leute, Rebound im Bund, hier oben in diesem Bereich, Traumlevel, um zu shorten. Das haben wir auch so umgesetzt, und zwar sowohl am letzten Freitag als auch gestern. Gestern hatten wir sozusagen eine Triggermarke identifiziert, hatten entsprechend gesagt, okay, der Bund sollte, sobald wir hier diese 181,90 unterschreiten, hier diesen Bereich hier, 90 bis 80, da sollte dann, wenn die Triggermarke hier unterschritten wird, also dann da ist es so, da diese beiden Punkte, so muss ich es auch sagen, 90 hatte ich richtig im Kopf gehabt, sobald hier die 90 durchstoßen wird, da ist eigentlich der Trigger auf Short gesetzt. Wir haben gestern ihn sogar in Antizipation geschortet, haben diese ganze Abwärtsbewegung mitgenommen und sind heute Morgen jetzt erstmal raus, weil wir mit einem kleinen Gap geöffnet haben und jetzt uns vorstellen können, dass der Markt dieses Gap schließt, aber der Trend ist weiter abwärts im Bund und das ist mein Trend, der ist belastbar, weil hier stimmen Fundamentaldaten und Technik überein und ja, Kursziele. Auch wenn viele denken, der ist ja schon ganz schön weiter runtergegangen. Und wenn viele denken, ja, die Zentralbank kauft doch. Ja, das ist ja das Erschreckende. Die Zentralbank ist dabei, den Bund zu kaufen hier die ganze Zeit. Und was hat es genützt? Nix. Und das bedeutet letztendlich, die Marktkräfte gehen in eine andere Richtung. Die gehen Richtung steigende Zinsen. Und die steigenden Zinsen, da kann sich die Notenbank wünschen, was sie mag. Sie kann manipulieren, was sie möchte. Wir sehen es eben gerade, weil die ganze Welt durch die Corona-Krise, durch die immensen Staatsausgaben, die damit entstehen und entstanden sind, natürlich einen extrem hohen Kapitalbedarf haben. Und Anleger, die jetzt hier Geld verleihen, das nicht mehr bereit sind, zu den negativen Zinsen zu machen. Punkt 1. Punkt 2, eventuell sogar ein bisschen Inflation befürchten und dann eine Entwertung über die Inflation ihrer Geldanlage auch noch sehen, befürchten müssen. Somit haben wir hier ja, einen Trend, der einfach abwärts gerichtet ist und uns wird es persönlich nicht wundern, wenn wir hier unten diesen Bereich im Zuge dieser Abwärtsbewegung sehen würden. Ja, wir sehen auch hier diese Unterstützung, die ist für uns auch nicht ungekannt bei der 170, nur
Wir haben ja gesehen, wir haben den ersten Rebound-Versuch dagegen gesehen. Der ist relativ schnell gescheitert, hat auch noch nicht mal die Maximum-Stretch-Level nach oben erreicht. Das wären diese Level hier gewesen. Dann ist er knapp drunter geblieben, Zeichen für Schwäche. Und deswegen gilt die Strategie, auch wenn wir jetzt heute Morgen unseren Short erstmal mit einem schönen Gewinn glattgestellt haben, dass wir jede kleine Gegenbewegung versuchen wieder zu verkaufen. Das heißt, heute Morgen sind unsere Level so 171,60, wo ich wieder auf die Short-Seite wechseln möchte und wieder reingehen möchte. Halt den Bund Future für den interessantesten Markt, was die Trendstabilität angeht. Naja, und dann kommen wir zu der zweiten Markt und der ist natürlich deshalb interessant, weil Zinsen immer auch auf den Währungen eine Rolle spielen. Aber hier sehen wir jetzt, dass die amerikanischen Zinsen einfach noch stärker steigen als die europäischen und dadurch haben wir den Euro unter Druck. Und dieses Bild im Euro hat sich sozusagen sehr eingetrübt. Wir hatten hier ja mal eine kleine ABC, da bestand die Chance für einen Aufwärtstrend, dann gab es eine größere ABC, aber mittlerweile hat der Markt hier fallende Hochs und Tiefs produziert, hat also eine Abwärtsbewegung zu produziert. Und klar, hier ist nochmal Unterstützung da, das ist sozusagen ein Supportbereich, nur er kommt irgendwie nicht raus aus diesem Supportbereich und deshalb ist dann häufig so, dass der Markt dann hier auch diese unteren Level anlaufen wird, hier unten mal gucken wird, was es da zu holen und unser Kursziel ist die 1,15, also hier im Prinzip dieser Bereich, das was wir hier als Abwärtsbewegung hier im Euro jetzt als nächstes erstmal sehen. Heute Morgen gab es Breakout aus der Open Range. Auch hier gilt eigentlich gleiche wie im Bund, Rebounds, also Bewegung nach oben sind zu nutzen, um auf der Short-Seite nochmal einzusteigen. Der Trend ist hier Short. Ja, im günstigen Fall sehen wir nochmal einen Rebound an dieses Low hier dran, also da in dieser Bereich. Aber dafür müssten wir heute schon mal eine kräftigere Gegenbewegung machen. Im Moment nach der Eröffnung sieht das nicht so aus und auch hier sind wir eher so, dass wir im Moment eher den Rücklauf an die Eröffnung shorten würden, als dass wir hier auf einen größeren Rebound warten. Ja, ich fasse mal zusammen. Wir gehen in die Osterfeiertage, da sind immer ein bisschen weniger Liquidität. Wir gehen davon aus, dass die großen Positionen sozusagen stehen, wie sie stehen sollen und deshalb hier die Vola an dem Markt erstmal in den nächsten Tagen nicht groß sein wird. Das kann sich Ostermontag ändern, aber die Woche, die Trading-Tage, die wir jetzt noch haben, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, werden wahrscheinlich eher mal sehr choppige Tage. Ist zumindest so, wie wir uns darauf einstellen. Deshalb werden wir unser Trading, unsere Aggressivität im Trading, die Anzahl, die Positionsgröße, die Art und Weise, wie wir vorgehen, deutlich nach unten reduzieren, werden allerdings in zwei Märkten oder in einem Markt besonders weiterhin aktiv bleiben. Das ist der Bund Future, weil der hier einfach eine große Trendstabilität aufweist und die ist abwärts gerichtet. Gleichzeitig hat der Euro ebenfalls einen Abwärtstrend seit einigen Tagen gestartet und auch hier gilt es eigentlich, Rückläufe zu shorten. Wir haben den Bund aber im viel dynamischen Trendverhalten, das heißt, da wird der Fokus entsprechend liegen. Euro heißt aber nicht, dass wir da keine Position machen würden. So, das erstmal zu unserem Marktkommentar heute. Morgen dann nächsten Marktkommentar. Dann gucken wir mal, was der US-Markt gemacht hat. Vielleicht hat er ja dann doch mal mit dem Zaunpfahl uns einen Wink gegeben. Und ich sage erstmal bye bye, bis morgen und gute Trades.